Tag. Ich möchte als erstes zu den Bewegungen in den Umfragen sprechen, danach zum Nachklapp zu der Münchner Sicherheitskonferenz und abschließend zu einigen aktuellen Vorschlägen und Themen, wie das geplante Auslesen von Handys Stellung beziehen. Zunächst zu der Bewegung in den Umfragen. Wir finden es spannend, was dort passiert. Es zeigt, dass auf jeden Fall einiges möglich ist in diesem Lande. Und ich möchte dazu für die Linke ganz klar sagen, wir sind die Partei, die wirklich aktiv für soziale Gerechtigkeit streitet. Wir arbeiten gerade an einem Wahlprogramm der klaren Ansagen und wir sind auch bereit und fähig, dafür Verantwortung zu übernehmen. Dabei stehen wir als Linke für ein Land für alle Menschen und ich sage ganz klar, mehr denn je gilt, nur mit einer starken Linken ist ein echter Politikwechsel hin zur Zukunftsfähigkeit und hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit möglich. Mein Eindruck ist, Martin Schulz müsste das wissen, Angela Merkel befürchtet es und Horst Seehofer macht dies so richtig nervös und das ist gut so. Und nur mit einer starken Linken wird es einen echten Wechsel in der Wirtschaftspolitik geben, hin zu einer Wirtschaftspolitik, die für Gerechtigkeit in Zeiten der Globalisierung steht. Nur mit einer starken Linken wird es innerhalb von Europa eine Kehrtwende zum dringend notwendigen Euro-Keynesianismus geben, weg vom Kürzungsdiktat. Nur mit einer starken Linken wird es eine faire Steuerpolitik geben und nur mit uns wird es wirklich den Einstieg in eine Politik der aktiven Friedenspolitik geben. Und das in Zeiten globaler Krisen. Also wir erleben jetzt schon so eine Art Kanzlerin-Dämmerung. Das gibt die Möglichkeit auf einen echten Politikwechsel und dafür wollen wir auf jeden Fall streiten. Ich glaube, ein Wechsel in diesem Land ist aber nur möglich, wenn die Linke gewinnt und deswegen ist unser Wahlziel ganz klar, wir wollen zweistellig werden, wir wollen die AfD schlagen und die Grünen hinter uns lassen. Zur Münchner Sicherheitskonferenz. Also wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Trump nicht für Abrüstung steht und auch nicht für das Ende der NATO, sondern im Gegenteil für mehr Aufrüstung steht, dann ist das, glaube ich, jetzt erbracht worden. Erschreckend ist natürlich generell die weltweite Entwicklung und SIPRI hat es ja nochmal herausgesucht. Wir beobachten den größten Rüstungsumsatz seit dem Ende des Kalten Krieges. Das ist Ausdruck davon, dass diese Welt nicht sicherer, sondern wahrscheinlich noch unsicherer werden wird. Und entlarvend ist, wie willfährig die Vertreter der deutschen Bundesregierung auf die Forderung reagieren, dass noch mehr Geld in Rüstung und Waffen gesteckt werden muss. Und auch der Finanzminister Schäuble, der sonst die schwarze Null anhuldigt wie nichts, auf einmal bereit ist, großzügig mehr Milliarden locker zu machen, wenn es um mehr Geld für Rüstung geht. Wenn die Weltgemeinschaft verabredet, wir müssen mindestens 0,7% des Bruttoinlandsproduktes in Entwicklungszusammenarbeit stecken, dann verschlampt das die Bundesregierung über Jahre hinweg. Wenn man aber in der NATO danach ruft, 2% des Bruttoinlandsproduktes in Rüstung zu stecken, dann äußern sich die Verteidigungsminister und der Finanzminister sehr offensiv und entgegenkommend. Also wenn Trump brüllt, machen wir quasi einen Kniefall und ich sage, dieser Kniefall vor Trump und vor der NATO, der wird dieses Land noch teuer zu stehen kommen. Wir haben das umgerechnet, also das, was an Mehrausgaben notwendig wäre, sind rund 25 Milliarden Euro pro Jahr. 25 Milliarden Euro pro Jahr. Davon kann man entweder 1.775 Puma-Schützenpanzer kaufen oder 60 Eurofighter. Man kann aber auch für 25 Milliarden Euro pro Jahr rund 1,25 Millionen Sozialwohnungen schaffen durch Ankauf oder Neubau. Oder aber man könnte für diese Ausgaben zumindest innerhalb von nach einem Jahr und 3 Monaten sämtliche marode Schulgebäude hierzulande sanieren. Wir haben in den Schulgebäuden einen Sanierungsstau von rund 35 Milliarden Euro. Kurzum, wer meint, er muss jetzt mehr Geld für Rüstung in die Hand nehmen, der steht vor einer Frage. Brauchen wir hierzulande wirklich rund 1.800 Panzer mehr oder brauchen wir nicht über 1 Million Sozialwohnungen mehr? Also 1.800 Panzer oder über 1 Million soziale Wohnungen, bezahlbaren Wohnraum. Wir als Linke stehen natürlich ganz klar auf der Seite des sozialen Wohnungsbaus und die Mitglieder der Bundesregierung müssen Farbe bekennen. Auch eine SPD muss hier Farbe bekennen, was ihr wichtiger ist. Was viele beschäftigt hat an diesem Wochenende, war auch der Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim. Man muss ganz klar sagen, das war eine Werbetour für Erdogans Diktatur.
Das war auch eine Art Propaganda für die Ermöglichung der Todesstrafe. Und die Behauptung, das sei quasi das Privatvergnügen des türkischen Ministerpräsidenten gewesen, das ist doch nichts als eine billige Ausrede. Ich fordere die Bundesregierung auf, dass sie sicherstellt, dass das der letzte Auftritt eines Mitglieds der türkischen Regierung vor dem Referendum in der Türkei war, weil solche Propaganda für Erdogans Diktatur, die können wir hier nicht einfach zulassen. Was an diesem Wochenende optimistisch stimmt, das sind die Berichte und Bilder aus Barcelona. In Spanien sind rund 500.000 Menschen auf die Straße gegangen, dafür, dass Geflüchtete aufgenommen werden unter dem Motto Nostra Casa es Vostra Casa. Das ist wirklich ermutigend und es zeigt, dass auch innerhalb von Europa die Mitmenschlichkeit in die Offensive kommen kann. Dann sind noch im Gespräch Vorschläge, dass man von Geflüchteten die Handys und Laptops auslesen kann. Dazu muss man natürlich sagen, das ist so eine moderne, technisch aufgepeppte Version davon, alle Tagebücher zu lesen und alle Briefe zu öffnen. Das ist also kurzum wirklich ein tiefer Einschnitt in die Privatsphäre. Und das bei einem sehr fraglichen Effekt. Also wir reden ja hier vor allem über Geflüchtete aus dem arabischen Raum. Da ist es doch höchst fragwürdig, ob selbst wenn alle Handydaten ausgelesen werden, die staatlichen Behörden überhaupt die arabische Kommunikation nachlesen können. Deswegen machen wir einen anderen Vorschlag. Ich sage, es wäre viel wirkungsvoller, wenn von staatlicher Seite viel mehr Übersetzer eingestellt werden, die dann auf Augenhöhe den Dialog mit der Flüchtlingscommunity aufnehmen. Und ich mache diesen Vorschlag auch vor dem Hintergrund unserer Erfahrung, die bei der Festnahme des Terrorverdächtigen al-Bakr gemacht wurden. Da waren es ja 3 syrische Geflüchtete, die den Terrorverdächtigen quasi festgenommen haben oder festgestellt haben. Und das war möglich, weil eine freiwillig organisierte Internetplattform, die auch wieder selbst organisiert von syrischen Geflüchteten war, den Fahndungsaufruf übersetzt hat. Also wenn man hier von staatlicher Seite, anstatt auf immer mehr Überwachungstechnik zu setzen, einfach den Dialog sucht mit der Flüchtlingscommunity, dann trägt man erstens zu einem positiven Klima in der Gesellschaft bei und zweitens einen viel größeren Beitrag zu mehr Sicherheit leisten.